Liebe Schwestern und Brüder, wir haben wirklich allen Grund, Te Deum zu sagen. Wir haben allen Grund, Gott Lob und Dank zu sagen für den heutigen Tag. Dass wir hier in Köln Feste feiern können, das wissen wir. Das können wir an Karneval, das können wir einige Kilometer weiter in Müngersdorf, das können wir natürlich und auf jeden Fall und erst recht hier in unserem Kölner Dom. Weihnachten, Ostern und sicherlich die beiden ganz besonderen Tage, den Dreikönigstag und heute das Fronleichnamsfest, das man, glaube ich, nirgendwo echter und authentischer feiern kann als hier in dieser Stadt, in dieser Kirche, in unserem Dom. Und dass das so ist, davon geben Sie alle Zeugnis. Dass wir heute in dieser so großen Gemeinschaft zusammengekommen sind, um dieses Fest miteinander zu begehen. Ich bin wirklich dankbar dafür, für jeden Einzelnen von Ihnen, der hier hingekommen ist. Für Ihr Gebet, für Ihr Mitsingen, für Ihr Mittun und dass wir uns so gegenseitig im Glauben gestärkt haben, dass wir uns gegenseitig getragen haben. Dass so ein Fest gelingen kann, dafür sind ganz, ganz viele verantwortlich. Von unseren Ministranten angefangen über unsere Chöre, die Dommusik, unsere Ordensgemeinschaften, die Schwestern und Brüder in den Verbänden, in den Gemeinschaften, alle auf ihre je eigene Weise. Und würde einer fehlen, dann wäre es schade und unser Fest wäre weniger schön. Was dieses Fest für mich dann vor allen Dingen auch heute zum Ausdruck gebracht hat, ist die große Dankbarkeit auch für unsere muttersprachlichen Gemeinden, die so selbstverständlich zu unserem Erzbistum gehören und die vor allen Dingen auch zu den wachsenden Gemeinschaften in unserem Erzbistum gehören. Ich bin froh und dankbar, dass Sie grundsätzlich da sind und dass Sie auch heute da sind und wir gemeinsam feiern können. Warum? Weil uns das alle daran erinnert, dass wir nicht einfach Kirche in Deutschland sind. Und schon erst recht nicht eine deutsche Kirche sind. Und dass wir das auch gar nicht sein wollen, sondern dass wir die eine heilige katholische Kirche sind. Weltweit, weltumspannend, transnational, nicht national. Und dass wir in dieser Einheit unseren Glaubensweg gehen, gemeinsam mit dem Papst, gemeinsam mit allen Teilkirchen in der einen Universalkirche. Und dass diese Kirche auch nur ein Fundament hat. Und das ist Jesus Christus. Und dieses Fundament haben nicht wir gelegt, sondern das ist uns gelegt worden, geschenkt worden. Von Gott, dem Vater, der uns seinen Sohn gesandt hat. Und dieses Fundament ist uns bezeugt im apostolischen Glauben, in keinem anderen. Und dieser apostolische Glauben ist es, der dafür Sorge trägt, dass wir alle das Heil erfahren, das Heil geschenkt bekommen, das wir nicht selber machen müssen. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, schön, dass Sie alle da sind. In Ihren unterschiedlichen Traditionen, in Ihren unterschiedlichen Trachten,
mit ihren Sprachen. Aber es ist die eine gemeinsame Sprache des Glaubens, in der wir heute Gott groß machen durften und ihn preisen und anbeten durften, weil wir wissen, dass wir im Letzten alle davon leben. Das ist das Entscheidende. Wir wollen zusammenbleiben in der großen Einheit der katholischen Kirche, in Treue und Gemeinschaft zu unserem Papst, der der Garant dieser Einheit ist. In diesem Sinne wollen wir gemeinsam uns dann dürfen wir ihm natürlich von hier aus auch Genesungsgrüße hinüberschicken. Und wir dürfen natürlich mit Blick auf die Heiligen Drei Könige und viele andere ganz sicher davon ausgehen, dass er spätestens jetzt, wie es gestern schon hieß, wirklich wieder scherzen kann und dass es ihm jetzt auf jeden Fall besser gehen wird und die Genesung auch ziemlich schnell fortschreiten wird. Dank Ihnen gehen wir gemeinsam unseren Weg Gott entgegen und das wollen wir jetzt zum Ausdruck bringen im gemeinsamen Te Deum.